Hallo, hallo! Schön, dass du da bist. Und du weißt ja, ich hasse es, Dinge wegzuschmeißen. Ich bin eine echte Sammlerin. Und so habe ich natürlich auch ganz viele schöne Obstkisten oder alte Weinkisten, aus denen man tolle Dinge machen kann. Und wir basteln jetzt ein Regal oder ein Nachttischchen mit Beleuchtung, ganz individuell und auf dich abgestimmt. Wenn du keine alten Kisten hast, dann Augen auf, immer mal ein bisschen gucken beim Spemmel und so. Oder eben auch im Baumarkt, da gibt es Kisten so zu kaufen. Wäre aber eigentlich schade. Ich habe meine alten Obstkisten jetzt schon mal mit Dekor Kalkweiß vorgestrichen. Passt bei mir einfach zu Hause besser rein. Und es hat auch keinen Anspruch auf Perfektion, weil so ein bisschen dieser rustikale Look finde ich ganz schön. Es gibt auch Kisten, die brauchen gar nicht groß angestrichen zu werden. Okay, dann lasst ihr sie einfach so. Nur so, einfach für den Look. Ich wollte es halt gern hell und weiß und leuchtend haben. So, jetzt haben wir hier einmal eine Kiste mit Unterteilung und einmal eine Kiste, da ist keine. Das ist unser Unterteil. Als allererstes würde ich deswegen, damit das auch richtig nach Möbelstück aussieht, ihn mal zur Seite stellen und unser Unterteil nehmen. Und das Unterteil, das werden wir jetzt mit Füßchen versehen. Mit solchen Möbelgleiterfüßchen verwandelt man so eine Kiste sofort in ein Möbelstück. Und es ist ganz einfach, das zu montieren. Man nimmt so ein Füßchen, da ist unten so ein Nagel dran, ein Hämmerchen und tak, 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 festnageln. Wichtig beim Hammer immer, viele Frauen greifen den hier oben an. Nein, nein, nein. Hammer hält man immer da unten. Dann hat man mehr Schwung. Schritt Nummer 2 ist genauso schwierig. Wir nehmen unser Oberteil, die geteilte Obstkiste in diesem Fall. So, und jetzt schrauben wir mit 4 Schräubchen das Ganze aufeinander, aber natürlich von unten, damit man die Schräubchen nicht sieht. Also einmal rumdrehen. Bevor wir jetzt festschrauben, müssen wir noch mal überprüfen, ob das auch einigermaßen bündig ist. Es muss jetzt nicht auf den Millimeter genau sein, weil meistens sind so alte Kisten auch nicht gerade. Aber doch anständig sollte es aussehen. So, und dann nehmen wir uns das Schräubchen und meinen heißgeliebten Akkuschrauber und fangen an, von unten also festzuschrauben. Prüfen aber vorher, dass die Schraube oben nicht rauskommt. Seht ihr, die geht genau rein, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, ein bisschen Druck drauf und dann so, bündig. Nummer 1, Nummer 2 kommt sofort und das machen wir dann reihum. Insgesamt 4-mal. Das war's dann schon mit dem harten Heimwerken. Das Coole an so alten Kisten ist, es ist Weichholz und da muss man nicht lang vorbohren oder aufkrausen oder sowas. Wirklich einfach die Schräubchen rein, geht ganz einfach und man braucht fast gar keine Kraft. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, so ein Mini-Akkuschrauber, den sollte jeder, genauso wie der Heißklebepistole, zu Hause haben. Mini-Akkuschrauber mit ein bisschen Bums, einfach in die Großschublade gelegt, braucht man immer und ist Gold wert. Und hier steht dann auch schon das Regal. Es ist also wirklich super kinderleicht. Ich habe das mit meinen Jungs zu Hause gebaut, natürlich mit viel mehr Farbe und dann noch mal richtig Farbe dran gebracht. Die sind stolz wie Oscar, dass sie sich ihre Nachtschränkchen selber gebaut haben. Also haben die richtig viel Spaß dran. Aber ich habe dir ja ein beleuchtetes Regal oder Nachttischchen oder Badmöbel versprochen. Und dafür nehmen wir jetzt unsere Klicklights. Die sind total praktisch. Drückst du unten drauf und sie leuchten in verschiedenen Farben. Und LED verbraucht natürlich auch überhaupt keine Energie. Die montiere ich jetzt wirklich total kompliziert mit einem anständigen Tröpfchen Heißkleber. So. Wirklich schwer. Und klebe sie mir hier unten unter ein Maßbruch. Augenmaß müsste mittig sein. Ina, ist es mittig? Super. Ich sehe es von der Seite so ein bisschen schlecht. So, nächstes. Kann man trotzdem immer noch wunderbar die Batterie wechseln nach 100 Jahren, wenn man es dann mal machen muss. So. So.
Und der Effekt ist wirklich super, kann man sich natürlich aussuchen, welche Farbe. Und somit gibt es immer noch dramatische Beleuchtung für das, was man da rein dekoriert. Was ich auch noch echt toll finde, gerade fürs Schlafzimmer oder für die Toilette, ist so eine bewegungsgesteuerte Lichtleiste, die man einfach hier hinten reinlegt, so ganz dezent. Und dann braucht man nicht nach einem Nachttischschalter suchen, macht man einfach so und schwuppdiwupp hat man Licht, um sich zu orientieren oder um irgendwas, ein Tablettchen oder was auch immer, aus dem Nachttisch zu finden. So, und jetzt, was brauchen wir jetzt noch? Auch ein bisschen Dekoration fürs Tischchen und zwar ganz spezielle, um das noch ein bisschen aufzupimpen. Ich habe hier noch so hübsche Haken aus dem Baumarkt und die befestige ich jetzt mit einem einzigen kleinen Nägelchen hier oben dran. Das finde ich ganz praktisch, da kann man seinen Schmuck dranhängen, wenn man abends ins Bett geht. Et voilà. Und es sieht auch noch mega dekorativ aus. Also mal ganz ehrlich, ist ja wohl wirklich super easy. Und wir haben wieder zwei Kisten vom Wegschmeißen gerettet. Wenn dir das gefallen hat, dann schenk mir ein Däumchen oder lass mir ein Abo da. Dann gibt es nämlich noch mehr DIYs von mir. Darüber würde ich mich freuen. Oder über Anregungen oder Ideen. Probier es aus und lass es mich wissen. Tschüss. HSE. Here Shopping entertains.